Es wird wieder heiß. Es wird wieder hitzig. Die DTM auf dem Norrisring, das spektakulärste Rennen des Jahres. Der Härtetest für Fahrer, Autos und Fans. Das Qualifying jetzt live im Ersten. Hier auf dem Norrisring hat es so ziemlich jeden schon mal erwischt. Eben gerade Gary Paffett im schwarzen Mercedes, den Führenden der Gesamtwertung aktuell im letzten Jahr. Da war für ihn das Rennen zu Ende an der berühmten Mauer der Champions. Herzlich willkommen zur DTM nach einer vierwöchigen Wettkampfpause. Herzlich willkommen auf dem Norrisring. Was für die Tennisspieler Wimbledon ist, was für die Formel-1-Fahrer Monte Carlo ist, das ist für die DTM der Norrisring. Nirgends kommen so viele Zuschauer her wie hier. Nirgends sind die Zuschauer so nah dran wie hier auf diesem Stadtkurs. Und es wird ein heißes Rennwochenende, das verspreche ich Ihnen. Nicht nur, weil wir jetzt schon wieder über 30 Grad haben. Die Zuschauer kommen, sie schützen sich auf ihre Art vor der Hitze. Aber nicht nur die Zuschauer, die haben mit der Hitze zu kämpfen. Gestern war es auch für die Strecke ein Problem. 35 Grad gestern Nachmittag beim freien Training. Und dann löste sich der Asphalt auf. Die Strecke gab nach. An einer frisch asphaltierten Stelle bröselte die Oberfläche. Und die Rahmenserien, die hier rund um die DTM fahren, die mussten dann abbrechen, konnten nicht mehr weiterfahren. Und dann hatten die Mitarbeiter hier natürlich eine Nachtschicht einzulegen. Und nicht nur die, auch mein Kollege Tom Meiler. Es fehlt der DTM die Grundlage, wenn die Grundlage nicht vorhanden ist. Der Teer hatte schwer gelitten und deswegen musste schweres Gerät heran. Nachtschicht für eine Asphaltschicht, eine völlig neue noch dazu. Wir haben im Labor ein Spezialgemisch gemacht, was wir dann heute Nacht um 23 Uhr eingebaut haben. Wurde dann ab heute früh 2 bis um 7 perfekt gekühlt. Die Feuerwehr hat uns Wasser hingelegt. Und wir tun immer zwischen jede Sessions mit Wasser kühlen und danach sofort wieder absaugen, damit die Straße trocken ist. Auflösungserscheinungen im Schöller S gestern. Der Fleckenteppich verabschiedete sich peu à peu unter der glühenden Sommersonne von Nürnberg und unter den Augen der besorgten Fahrer. Matthias Ekström wirkte gestern Abend noch skeptisch. Ich meine, die kümmern sich schon und versucht alles zu tun, dass es hält. Und jetzt erste Training hat alles gut funktioniert. Den ersten Belastungstest hat die vakante Ecke bestanden beim Vormittagstraining. Normaler Straßenverkehr hat es locker gepackt, auch Lkw-Verkehr. Aber das, was halt hier für Kräfte auftreten, ist es halt nicht normal. Ob sie wirklich hält, wird wohl erst das Qualifying zeigen. Sonst müssen sie heute Nacht wieder ausrücken. Es ist eben ein Stadtkurs und keine normale Rennstrecke. Da ist das eben alles manchmal ein bisschen anders. Wir erinnern uns vor 3 Jahren, da gab es eine Schrecksekunde an der Boxenausfahrt, als sie einen Gullideckel verselbstständigte und dann Richtung Streckenposten flog. Da hieß es Kopf einziehen und Vorsicht. Ja, 2,3 Kilometer lang ist die Strecke. 4 Rechtskurven, 2 Linkskurven. Das klingt alles ganz einfach, aber es ist doch so, so schwer, denn die Strecke ist welliger. Es gibt weniger Grip als auf den meisten Rennstrecken. Dann diese langen Geraden, wo man mit 260 auf die Spitzkehren zurast, dann den Bremspunkt treffen muss. All das eben nicht besonders einfach. Dazu die Hitze, 60 Grad heiß wird es in den Autos. Die Fahrer sagen, wenn man dann aussteigt, dann kommen einem die 35 Grad hier draußen fast schon kühl vor. Und diese Erfrischung, die wollten wir natürlich auch unserem Experten Manuel Reuter gönnen. Die Streckenvorstellung. So, Streckenvorstellung am Norrisring, dem Highlight der DTM. Und los geht's. Es sind die gerade Runde, 260 zur Grundikehre. Man sieht vor uns Mortara, den Gewinner des letzten Rennens, wie das Auto aufsetzt. Meine Vorderräder blockieren, haben einen Scheitelpunkt hier verpasst. Hier neu setzt eine Mauer am Ausgang. Auto war nochmal quer. Hier sieht man, wie viel wir jetzt schon verloren haben. In der ersten Ecke gegen Mortara ist hier das S, auch neuer Asphalt hier. Viel Grip. Und hier im Ausgang jetzt auch eine Mauer neu. Nochmal enger. Auf den Platten im Ausgang sehr rutschig. Jetzt geht es wieder hoch bis 240, 250. Hier sehr, sehr wellig. Weite Linie von Mortara, mir eng jetzt hier rein. Weit an die Mauer raus. Und jetzt geht es wieder hoch im sechsten Gang auf 260. Und wir sind es hier über Stadt und Ziel. Und das war die Runde hier am Norrisring.
Ja, vielen Dank, Manuel Reuter. Und es ist auch die Strecke, die Mercedes so dominiert wie sonst keine andere. 9-mal hintereinander haben die Stuttgarter hier zuletzt gewonnen. 2002, Laurent Aiello im Audi war der letzte Nicht-Mercedes-Fahrer, der hier gewinnen konnte. Und Mercedes möchte natürlich das kleine Jubiläum feiern, hier den 10. Sieg in Folge. Und dafür haben sie einen echten Spezialisten mitgebracht. Das ist nicht Gary Paffett, der hat auch schon 2-mal hier gewonnen, der Führende in der Gesamtwertung. Es ist ein anderer, der das Kunststück vollbracht hat, hier zwischen 2008 und 2010 3-mal hintereinander zu gewinnen. Heiko Neumann stellt Ihnen den Mann vor. Der Norrisring ist sein Revier. Und da kommt Jamie Green und er gewinnt. Jamie Green nach diesem Husarenritt. Jamie Green gewinnt hier im Vorjahresauto. Das muss reichen für Jamie Green. Das ist der dritte Sieg. And congratulations, a dream come true. You're a star. Die Nürnberger Siege von 2008, 2009 und 2010, ganz spezielle Erinnerungen. Der Brite ist so ergriffen, dass sogar sein eigentlich gutes Deutsch ein klein wenig holpert. How do you say memories in German? Erinnerungen. 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 Oh, that's a stupid word, isn't it? Erinnerungen. Ja, exactly. Erinnerungen. That's a stupid word. It sounds like three words. I know. Ja, natürlich, ich habe gute Erinnerungen von hier. Ich habe 3-mal gewonnen und das war perfekt für mich. Greens Hattrick am Norrisring. Keiner beherrscht den Startkurs wie er mit dem Highlight 2009. Das war so ziemlich das coolste Rennen, das ich jemals gefahren bin. Hätte nie gedacht, dass ich das gewinnen kann. Die letzten Runden waren total verrückt. Ich war nur Dritter, hier im blauen Auto. Vorne war Scheider, der macht den Fehler, Spengler geht vorbei und ich die ganze Zeit dicht dahinter. Dann patzt Spengler und ich habe mir Scheider noch geschnappt. Das war der Wahnsinn. Und Doppelsieg für Mercedes. Und sein vierter Triumph am Norrisring soll an diesem Wochenende folgen. Heiko Neumann, mein Kollege als Deutschlehrer von Jamie Green. Schauen wir auf den Punktestand und dann sehen wir, dass Gary Paffett führt mit deutlichem Vorsprung von 36 Punkten vor Matthias Ekström. Ekström, Green und Spengler. Das ist das Trio, was ihn hier jagt. Spengler, der hat hier letztes Jahr gewonnen im strömenden Regen. Das sind die drei Verfolger. Dann Tomczyk Mortara, der Sieger des letzten Rennens am Red Bull Ring. Und Rockenfeller, Vitoris, Farfus, Scheider sicherlich schon zu weit weg von Gary Paffett. 500 PS Vollkontaktspektakel. Die DTM 2012 mit bislang 4 Rennen, 3 unterschiedlichen Siegern und allen 3 Marken jeweils ganz vorne. Gary Paffett dominiert, gejagt von Bruno Spengler im starken BMW und auch Audi ist wieder da. Die DTM vorm Saisonhighlight in Nürnberg und plötzlich wird der Ton schärfer. Das gibt's aber auch gar nicht. So ein blindes Hut, so ein Arschloch. Der 5. Lauf der DTM am Norrisring, Action, ist programmiert. Jetzt also gilt es, das Qualifying zum 5. Rennen dieser Saison. Es ist fast Halbzeit in der DTM. 22 Fahrzeuge kämpfen jetzt um die beste Ausgangsposition, um die Pole Position, das Qualifying, der erste Teil. Viel Spaß wünsche ich Ihnen mit Philipp Sommer und mit Manuel Reuter. Rasante Unterhaltung mit der DTM im Ersten wünscht Bosch, das Motormanagement der DTM. Aral Ultimate, der Kraftstoff der DTM. Und Hankook, der Reifen der DTM. Welches Bild zeigst du mir gerade? Die Lebkuchenstadt hat Probleme mit Bahnbelag. Manuel Reuter, der Asphalt, das prägende Thema an diesen Tagen hier in Nürnberg am Norrisring. Gestern hat er nicht gehalten. Heute Morgen sah das anders aus. Die Notlösung hat gefruchtet, Manuel Reuter. Jetzt aber fragen sich die Fahrer, wie verhält sich dieser
Belag, wie heiß wird es, wie bekomme ich meine Reifen hier ideal zum Arbeiten? Also ich denke mal, dass man hier von Seiten des Veranstalters heute Nacht eine gute Arbeit geleistet hat, denn heute Morgen gab es kein Problem und es sollte jetzt auch für die Qualifikation kein Thema sein. Die Frage ist, morgen 22 Autos, über 80 Runden, da könnte es Probleme geben, aber im Moment konzentrieren wir uns mal auf die Qualifikation und da ist natürlich die Frage, wie schnell kriege ich hier meine Reifen auf Temperatur? Wir haben hier die zweitkürzeste Strecke im Kalender, aber wir haben natürlich eine Temperatur, die extrem ist, wie auch der Nürburgring selbst. Streckentemperatur teilweise über 50 Grad in den Autos, an die 60 Grad. Deswegen ist es kein Problem, die Reifen hier auch auf der kurzen Runde auf Temperatur zu bringen. Das Entscheidende aber natürlich, was wir beobachtet haben in diesen Qualifyings und den Rennen der Saison. Minimale Unterschiede der Streckentemperatur können sich sehr groß auf die Performance auswirken. Ganz genau. Und es gab ja auch zwischen heute Morgen, dem dritten freien Training und der jetzigen Qualifikation noch einige Trainings vom Rahmenprogramm. Das heißt, die Strecke ist noch mal besser geworden. Es ist noch mehr Gummi gekommen und es ist noch mal deutlich wärmer geworden zu heute Morgen. Und da gilt es jetzt hier in den ersten Runden das richtige Gefühl zu bekommen, um das Auto nachzujustieren, um auch das Training von heute Morgen richtig zu interpretieren. Und wir haben heute Morgen gesehen, es waren 10 Autos in einer Zehntelsekunde. Wieder ein Wimpernschlag-Finale. Im Moment auch eine Prognose zu stellen ist unmöglich, weil auch die Schwierigkeit ist hier, diese drei Sektoren, die ja relativ kurz sind, in eine Runde zu packen. Und wir haben gerade Timo Scheider gesehen, der gerade rausgefahren ist, schon im Auto war. Wenn wir einige Minuten zurückschauen, da haben wir gesehen, dass Timo Scheider hier zu ganz neuen Methoden greift, um sich hier kühl zu halten. Aus dem Bergbau ist diese Weste, die enthält ein Gel, das dann kalt wird und hier also für die nötige Kühle am Körper erstmal sorgt vor dem Losfahren. Im Auto hat man die dann wohl nicht mehr dran. Ja, aber ich glaube, so wie ich den Timo Scheider gestern verstanden habe, wird er auch damit versuchen zu fahren. Er hat es heute Morgen probiert, ob er es jetzt in der Qualifikation dann auch anhat, weiß ich nicht. Hier geht es ja auch dann um jedes Kilo, das man sparen möchte. Und hier sehen wir, warum das so ist. 33,4 Grad hat die Luft hier in Nürnberg, die Strecke noch mal heißer. Und das war sie, diese Stelle, die wir gesehen haben. Eingang Schöller-S, die gestern so viele Probleme machte, Rahel Frey ist auf dem Weg, hier die erste Marke zu setzen. Rahel Frey, die sich gut gemacht hat bislang an diesem Wochenende. Mal sehen, was sie heute im Qualifying schafft. Hat sich stetig verbessert in den Trainings. Aber da hat sie jetzt gerade unten am Dutzenteich den Scheitelpunkt verpasst. Und wir haben jetzt aktuelle Informationen bekommen. Unten aus der Box, Timo Scheider fährt ohne Weste. Die war jetzt nur noch mal zum Runterkühlen, um den nötigen kühlen Kopf zu bewahren. Adrian Thornbeer mit der Bestzeit hier im silbernen Audi. Seit 10 Jahren wartet Audi auf einen Sieg hier am Nürburgring. 9-mal in Folge hat Mercedes hier gewonnen. Es ist fast schon ein Trauma für die Ingolstädter hier bei ihrem Heimrennen. An diesem Wochenende soll der Knoten endlich platzen. Susi Wolf sehen wir derweil, die eine neue Bestzeit fährt. Im Mercedes. Ja, wir werden auf jeden Fall Zeiten sehen. Unter 49 Sekunden. Molina, der ja auch gestern schon mal Ausgang Schöller ist, kräftig in die Wand gerumpelt ist. Ja, und wenn wir von Einschlägen sprechen, beziehungsweise Unfällen, dann müssen wir auch eine Szene noch mal zeigen. Wir schauen erstmal noch mal Timo Scheider hier an, der jetzt gleich über die Linie kommt. Und eine Zeit von 49,7 markiert. Das geht jetzt mal in die richtige Richtung. Aber es dauert noch ein bisschen, bis die Zeiten kommen werden, die wirklich gebraucht werden. Deshalb schauen wir noch mal ganz kurz zurück auf heute Morgen. Da haben wir nämlich eine kuriose Szene gesehen. Andy Prio sehen wir da hinter Mike Rockenfeller. Und da bricht plötzlich die Aufhängung. Genau, beim Anbremsen, hier sehen wir es noch mal aus einer anderen Perspektive. Er trifft hier fast noch Rockenfeller. Hat hier wahnsinnig Glück gehabt. Der untere Lenker ist wohl gebrochen. Aber im Moment kein Grund bei BMW in Panik auszubrechen. Es kann gut sein, dass er sich
beim leichten Anschlagen an die Mauer, denn das ist hier der schnellste Weg, eine kleine Vorschädigung geholt hat und dass deswegen dann beim harten Anbremsen der Grundikehre die Aufhängung gebrochen ist. David Coulthard attackiert Timo Scheider und ist vorbei, ist schneller als Scheider. Bestzeit also von DC. David Coulthard, Joey Hand, der US-Amerikaner mit der Nummer 2 im BMW auf Position 3 im Moment. Hinter Coulthard und Wolf ein ungewöhnliches Führungsduo in diesen frühen Minuten des ersten Qualifyings. Da haben wir Joey Hand in der Außensicht und Matthias Ekström, der war hier das ganze Wochenende über schnell, hat im Moment auch die Zwischenbestzeit. Da muss er noch mal kurz korrigieren. Aber Ekström auch einer der heißen Tipps von Audi auf die erste Reihe. 56.000stel, da sehen wir, wo es hingeht und sehen Sie mal. Auch Wolfgang Ulrich, den wir ganz links sehen, und dem ganzen Audi-Führungsstab ist ein bisschen zu warm. Also die Jalousie runtergelassen. Bei Audi, Mike Rockenfeller ist der Nächste, der sich versucht an der Zeit von David Coulthard, die immer noch Bestand hat, 10 Minuten 50 auf der Uhr. Ja, das war noch nichts von Mike Rockenfeller, der ja zuletzt wieder in Le Mans am Start war bei den 24 Stunden. Dort den dritten Platz geholt hat mit zwei Rookies im Auto. Gute Leistung von Mike Rockenfeller und vor allem für ihn auch, denke ich, ganz wichtig. Nach dem schweren Unfall im letzten Jahr, wo er mit 300 abgeflogen ist, dass er da wieder gefahren ist. Prio, dem natürlich ist einige Runden auch von dem Form mit täglichen Trainings hier fehlen. Und Eddie Prio, der nach einem sehr guten Saisonstart in Hockenheim mit Platz 6 jetzt so ein bisschen in ein Loch gefallen ist und ein bisschen die Form sucht und dringend mal ein Ergebnis braucht, auch für die Psyche. Er ist ja mental sehr, sehr stark, aber man merkt schon, es nagt an ihm. Bruno Spengler in der Mitfahrt. Der Prio hat ja noch die Schwierigkeit, er fährt auch an einem neuen Team in Mampai. Mampai hat ja auch noch keine Erfahrung in der DTM. Das so heißt, dass der Lernprozess für Fahrer und Team geht stetig weiter. Und da ist es natürlich besonders tragisch, wenn man hier einige Rennen wie Prio, die letzten zwei, nicht fahren kann und auch im Training dann wertvolle Zeit verliert. Bruno Spengler. Ja, ist hier die Reifen nochmal gemacht. Warm gefahren bzw. sauber gefahren, denn hier sieht man warum. Runter zur Grundikehre hat er sich verbremst, muss dann einen weiten Bogen fahren, sammelt dann natürlich Dreck auf und den hat er sich versucht, durch dieses Schlangenlinienfahren von den Reifen zu fahren. Und das ist natürlich eine Besonderheit dieses Stadtkurses. Abseits der Linie ist hier nicht viel Grip. Und deshalb, wenn man von der Linie runterkommt, wird es schwer. 49.2 in the moment, P2. Und jetzt Position 1 für Ekström. Ekström, Werner Coulthard, die ersten drei. Und jetzt wird hier erstmal ein Päuschen eingelegt. Von Rahel Frey, von Adrian Tombe. Während Bruno Spengler, den man fast Mr. Norris-Ring nennen könnte, zusammen mit Jamie Green. Denn er hat in 7 Rennen 6-mal auf dem Podium gestanden hier. Unfassbare Bilanz von Spengler. Und hier ist er auch im Moment auf dem Podium. 8 Minuten gut vor Schluss, dieses ersten Teil des Qualifyings. Ja, und Spengler zusammen mit Green, diejenigen, die beide schon 3-mal hier gewonnen haben in den letzten Jahren. Augusto Farfus im BMW, Teamkollege von Andy Prio bei Mampai. Ganz anderer Fahrertyp, braucht ein anderes Auto als Prio. Auch das eine Schwierigkeit, mit der Mampai sich konfrontiert sieht. Er mag eher das übersteuernde Auto, Prio eher das untersteuernde Auto. Das heißt also auch in der Praxis, dass man nicht im Grunde das gleiche Programm fahren kann, denn man kann die Abstimmung nicht übertragen. Das heißt, jeder braucht individuell etwas anderes und das ist natürlich umso schwieriger, wenn man als Team keine Erfahrung hat in der DTM. Und Gary Paffett, der
Ausnahmemann in dieser Saison bislang. Zwei Siege, einmal Zweiter, einmal Dritter. Perfekter Saisonstart und hier ist er wieder schnell. Eine Hundertstel Sekunde ist er schneller als Bruno Spengler, sein ehemaliger Teamkollege auf Position 2. Fahrfuß Dritter, Ekström auf der 4 als bester Audi. Steigern müssen sich Meri, Mortara, Frey, Molina und Tomczyk und Ralf Schumacher. Da haben wir Martin Tomczyk. Die haben noch keine Zeit bislang markiert. Tomczyk ist auf dem Weg dazu. Ralf Schumacher braucht noch ein bisschen länger. Der ist in seiner Outrunde. Der Meister hat so ein bisschen seinen Frieden mit dem Norrisring geschlossen. Im letzten Jahr war er zum ersten Mal auf dem Podium als Dritter. Aber die Qualifikation war auch noch nie das Lieblingsthema hier am Norrisring von Martin Tomczyk. Einmal stand er auf Position 4, das war das Beste. Und das Qualifying, das wird hier natürlich absolut mitentscheidend sein. Denn überholen wird hier morgen richtig schwierig. Fahrfuß im Moment Vierter. Hat heute Morgen gesagt, er ist ganz zufrieden. Ist nicht absolut großartig, aber es läuft gut und so sieht es auch aus. Dritter Platz, 95.000stel nur zurück. Und Ralf Schumacher, auch er mit guten Zeiten, gestern und auch heute Morgen. Bis jetzt langt es noch nicht zu einer Topzeit, 14. Muss dazu sagen, es kann hier ein paar Runden dauern, bis die Reifen auf der idealen Temperatur sind. Ja, nicht unbedingt auf der idealen Temperatur, sondern auf dem idealen Gripniveau, auch dass die Vorderachse und die Hinterachse gleichzeitig den richtigen Grip erreichen. Und Ralf Schumacher, der hier ja seine erste Pole-Position feierte vor 2 Jahren, feiert heute seinen 37. Geburtstag. Die Familie ist mitgekommen, Cora ist hier, sein Sohn ist auch mit, David und... Heute Abend gibt es eine Feier in kleiner Runde für Ralf Schumacher. Ein kleines Geschenk gab es auch schon von Mercedes. Ein Badetuch und ein Mauspad. Siebter ist im Moment. Jetzt Ralf Schumacher also erstmal drin in den besten 16. Der Tom Bay ist rausgeplumpst. Prio ist draußen. Wickens und Timo Scheider führt ein Audi Trio an, das da am Ende steht. Scheider, Molina und Frey. Ja, jetzt bei noch knappen 4 Minuten wird es langsam schon eng, denn 4 Minuten heißen, ja, man hat noch knapp 5 Runden Zeit, hier die Zeit zu setzen. Im Moment auch auf einer guten 14. Position Susi Wolf. Scheider ist in seiner Outrunde im Moment mit seinem neuen Satz Reifen. Tombe, der von allen gelobt wird, macht sich gut, auch von der Konkurrenz übrigens gelobt wird. Im Moment ist er da in einer sehr unkomfortablen Position. 16. Platz, das wird nicht reichen, denke ich. Da muss er sich nochmal steigern, denn in den verbleibenden gut 3 Minuten, da ist es schon passiert, schießen noch ein paar an ihm vorbei. Rockenfeller und Prio auf 11 und 12. Meri draußen, 6000stel hinter Wolf. Jetzt wird es auch für Susi Wolf also eng. Wolf, die ihren ersten Geradeaustest absolviert hat für Williams in der Formel 1. Geradeausfahren kann nicht so gut, hat sie gesagt. Also ihre Tätigkeit als Testfahrerin hat sie jetzt aufgenommen. Die Runde kann Timo Scheider auch abhaken. Da hat er schon Ausgang des Schöller S Verkehr gehabt. Timo hinter circa 2-3 Runden noch. 49.1 Ziel. 49.1, das ist eine Zeit, die im Moment Platz 7 bedeuten würde. Da steht übrigens David Coulthard jetzt auf 8 gerade gerutscht. Rockenfeller auf 7 an ihm vorbei. Aber gute Platzierung von David Coulthard. Das sieht gut aus mit dem Weiterkommen für den Schotten.
der die Präzisionsarbeit hier am Norrisring möglicherweise schätzt. Zu Präzisionsarbeit und David Coulthard werden wir nachher noch einen kleinen Beitrag sehen. Da können Sie sich drauf freuen. Kurios. Da haben wir ihn, David Coulthard im gelben Auto vom Team Mücke. Rad bleibt kurz mal stehen. Dann geht es aber relativ schadlos weiter zu einer Zeit, die nicht besser ist. Die doch besser ist, aber keine Verbesserung bringt. 49.099, also minimal besser als die Zeit, die er vorher gefahren hatte. Jetzt geht es runter auf Position 10 für David Coulthard. Vitoris und Werner nach oben gesprungen. Vitoris 7, Werner 8. Hier auch dieses knappe Rausfahren an die Betonwände. Und Timo Schader, da hinten kommt er im weißen und gelben Auto. Muss sich steigern, ist auf der Position 20 und es sieht wieder nicht gut aus. 3 Zehntel schon Rückstand für Timo Scheider. Hat sich mal Urlaub gegönnt. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren war in Saint-Tropez mit seiner Freundin Jessica. Mit ein paar... Timo, noch 2 Runden, eine 94,1. Oder Markus Michelberger, sein Ingenieur beim Team Abt. Die mysteriösen Stimmen, die wir immer hören, mal ins Bild gesetzt. Timo Scheider also muss sich jetzt sputen. 43 Sekunden sind es noch. Wir sehen Wickens und Albuquerque. Albuquerque ist im Moment 14. Wickens 16. Also Wickens wäre der Erste, der rausfällt. Edo Mortara, auch er ist nicht dabei. Der Sieger von Spielberg, auch er muss kämpfen. Eine Runde noch. Also, jetzt wird es ganz eng. Nicht nur für Mortara, sondern auch für Scheider. Eine Runde hat er noch, Timo Scheider. Aber jetzt... Mortara auf der 16, gerade noch so drin, Wickens draußen, eine Hundertstel langsamer als Mortara, aber reicht das? Zeit abgelaufen, also eine Runde hat Mortara noch, um sich zu verbessern. Wer verdrängt ihn von der 16? Wickens schafft es nicht, Wickens ist draußen, aber Timo Scheider, der will Mortara nochmal angreifen. Was ist das für ein Duell um das Weiterkommen zwischen diesen beiden Audi-Piloten? Frey ist draußen. Wolf ist draußen. Timo Scheider. Wir schauen auf die Zwischenzeit. 33.0 ist die Bestzeit von Gary Paffett. Da ist die Linie. 5 Zehntel Rückstand. Kann er vergessen. Meine Güte, Timo Scheider. Es sieht nach dem nächsten Rückschlag aus für den zweimaligen Champion. Aus und vorbei, Platz 21 für Timo Scheider. Box, P21. Sorry, so ein scheiß Quali. Tut mir leid. Auch selten, dass der Fahrzeugingenieur sagt, Entschuldigung zu seinem Fahrer. 8, 12, 15, 16. Das sind die Qualifying Position von Timo Scheider. Und jetzt mit 21 ist das Sahnehäubchen drauf, im negativen Sinne. Morgen im Ersten um 13.15 Uhr die DTM. Das 5. Rennen der Saison auf dem legendären Norrisring. Um 14.55 Uhr geht es wieder Schlag auf Schlag. Der deutsche Ruderachter auf dem Weg nach London. Und um 15.05 Uhr die Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki. Der Sportnachmittag im Ersten. Weitere Infos im Internet auf sportschau.de und im ARD-Text ab Seite 200. Bruno Spengler, der Sieger hier am Norrisring im Vorjahr, der kann sich entspannen, so wie alle BMW-Fahrer. 6 sind ausgeschieden, Timo Scheider sicherlich die größte Überraschung. Und es ist kein einziger BMW unter den Ausgeschiedenen. Und das passt ins Bild, denn der Neuling aus München, der Rückkehrer in die DTM in dieser Saison, die machen bis jetzt so ziemlich alles richtig, haben einmal gewonnen durch ihn, durch Bruno Spengler, vor 4 Wochen. In Spielberg, da fuhr Martin Tomczyk aufs Podium und Augusto Farfus, der war schon auf dem Podest. Zeit für so eine kleine Zwischenbilanz. Andreas Ahn, der hat sich getroffen mit den beiden Top-Fahrern von BMW, mit Martin Tomczyk und mit Bruno Spengler.
Tomczyk und Spengler. Die Speerspitzen bei BMW. Beide haben gute Erinnerungen an den Norrisring, kommen mit einem guten Gefühl hierher, kennen den Stadtkurs in- und auswendig im Gegensatz zu ihren Teams. Norrisring ist sehr speziell, dass man die Sache gut trifft mit dem Setup für diese sehr spezielle Strecke, ist nicht einfach. Das fränkische Monaco. Mal wieder eine neue Herausforderung für BMW, sowie auch die 4 Saisonrennen zuvor. Man darf nicht vergessen, BMW war 20 Jahre nicht mehr in der DTM. Wir haben zwar einen sehr, sage ich mal, harten und arbeitsreichen Winter hinter uns gebracht. Und mit Bruno und mit mir, glaube ich, haben wir schon eine Referenz gehabt, um zu wissen, wie sich ein DTM-Auto anfühlen muss. Ich habe erwartet, dass es dauert vielleicht ein halbes Jahr. Also genau zu wissen, wann wir konkurrenzfähig sein würden, war für mich ganz schwierig zu sagen. Den ersten Sieg aber gab es schon in Saisonrennen Nummer 2. Unerwartet früh, unerwartet schön. Seitdem zeigt auch Tomczyks Formkurve nach oben. Lausitzring Platz 7, Brands Hatch Platz 4, zuletzt Zweiter in Spielberg. Also es läuft und es läuft immer mehr bergauf. Und ich hoffe, dass wir bald die Spitze erreicht haben. Den Gipfel erklimmen beim Heimspiel, das wär's für den Bayern aus Rosenheim und die anderen BMW-Piloten. Ziel ist natürlich hier ganz oben zu stehen am Podest. Ziel ist natürlich für BMW hier auch am Norrisring zu gewinnen. Natürlich wäre es richtig toll, wenn wir da hier gewinnen, in der Nähe von München. Das wäre wirklich super. Aber dazu müssen die beiden zunächst einmal im Qualifying einen kühlen Kopf bewahren. Ja, und der kühle Kopf, das ist genau das Stichwort. Wir sind bei Martin Tomczyk, beim besten BMW-Fahrer eben, der war Vierter. Und wenn wir mal reinschauen, dann sehen wir, der kriegt über so einen kleinen Schlauch, hat er so eine Düse und da wird ihm frische Luft zugeführt in seinem BMW. Martin Tomczyk, der ja hier vor einem Jahr im Qualifying 10. war und dann im Rennen auf Platz 3 vorfuhr. Sicherlich das auch ein bisschen die Grundlage für seine spätere Meisterschaft. Ja, Timo Scheider, der ist ausgeschieden. Da haben wir versucht, mit dem zu reden, aber der hat so einen dicken Hals. Der möchte im Moment einfach nicht sprechen. Heiko Neumann, mein Kollege, der ist bei ihm beim Wiegen. Der guckt mal, ob da vielleicht doch noch was geht. Aber ich glaube, im Moment ist die Enttäuschung bei ihm so groß. Der war ja auch schon zweimal Champion, Timo Scheider. Und in dieser Saison, da läuft einfach gar nichts zusammen. 10. ist er im Moment in der Gesamtwertung, aber schon weit, weit abgeschlagen von Gary Paffett. Guck mal, da hinten geht er. Jetzt schauen wir mal rüber. Kannst du mal vielleicht mal gucken, Jan, da hinten geht der Timo rüber zum Wiegen, aber ich rufe mal den Marc Schneider. Marc, können wir ein Interview machen mit Timo? Nein, der winkt auch nur ab. Also Timo Scheider möchte im Moment leider kein Interview geben. Wir gehen mal kurz hoch zu Manuel Reuter und zu Philipp Sommer und ich gehe mal hinterher, vielleicht kann ich ihn doch noch überreden. Das gibt es ja gar nicht. Die Weste zum Kühlen ist aus dem Bergbau und jetzt will er sich eingraben. Timo Scheider, 21. Das ist natürlich ein ganz harter Schlag für Timo Scheider. Erklärungsversuche, Manuel Reuter. Ja, die Qualifikation dieses Jahr und Scheider passt im Moment nicht zusammen. Im Rennen fährt er dann wieder Topzeiten, aber im Moment kriegt er es nicht hin, es umzusetzen mit einem neuen Reifen auf eine Runde. Audi hat ja prinzipiell Probleme dieses Jahr, das Auto in das optimale Arbeitsfenster zu bekommen. Das Auto ist sehr sensibel, sehr, sehr schwierig auf den Punkt abzustimmen. Und dann kommen natürlich auch noch individuelle Fahrstile dazu. Das Auto ist von seiner Tendenz her, hat keine gute Vorderachse. Und der ein oder andere Fahrer kommt damit natürlich etwas besser oder nicht so gut zurecht. Und so wie im Moment die Basis des Audis ist, tut sich Timo Scheider da mit am schwersten, es auf eine Runde umzusetzen. Wenn wir hier ist aktuell auf die Streckentemperatur schauen, wir haben jetzt fast 35 Grad Luft und 50 Grad Streckentemperatur. Wir haben Wolfgang Ulrich am Mikrofon. Herr Dr. Wolfgang Ulrich, große Probleme bei Timo Scheider eben im Q1. Haben Sie schon eine Erklärung, was los war am Auto? Nee, ich kann mit ihm noch nicht sprechen. Wie sah es denn für Sie von außen aus? Ja gut, von außen sieht man diese Unterschiede ganz sicherlich nicht. Wir reden hier über ein paar Zehntel und die sieht man natürlich so von außen nicht. Aber es muss ganz einfach hier in der Runde wirklich alles zusammenpassen. Und ich glaube, eines der ganz großen Probleme ist, dass man eine Runde findet, wo man alle drei Sektoren optimal fahren kann. Das ist ihm sicher nicht gelungen. Dankeschön. Ja, so einfach ist es.
auf diesen 2,3 Kilometern Nürburgring, dem Monaco der DTM, wie es immer wieder genannt wird. Der einzige Unterschied, hat Striezel Stuck, der DMSB-Präsident, gesagt, die Yacht von Roman Abramovic passt nicht auf den Dutzenteich. Womit er nicht ganz Unrecht hat. Also Luft wird immer wärmer hier, es heizt sich hier richtig auf. Es geht auch kaum Wind und das ist Norrisring typisch und Norrisring at its best. Also auf in Q2, eins müssen wir natürlich auch nochmal beleuchten. Mortara, Edo Mortara, Sieger und Polesetter in Spielberg und hier als 16. so gerade noch durchgeschlittert in Q2. Da fahren wir mit ihm, dem Franco-Italiener, der sich am Donnerstag ganz still und heimlich gefreut hat vor dem Fernseher. Fußballfan beim Halbfinale der EM. Und der jetzt, glaube ich, richtig wach ist nach diesem ganz knappen Entkommen. Also für mich wäre es auch eine Überraschung, wenn Audi ganz vorne stehen würde im Moment. Da würde ich sagen, dass BMW und auch Mercedes stärker sind auf eine Runde. Im Moment passt es noch nicht hundertprozentig zusammen, Audi und der Nürburgring 2012. Man muss sagen, ein vertrautes Bild. Er und der Nürburgring, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Jamie Green, dreimal hintereinander hat er gewonnen mit demselben Auto. Das gab es noch nie und wird es wohl auch nicht mehr geben in der DTM. Ralf Schumacher, der ist ebenfalls dabei. Unter den besten 16, genau wie David Coulthard, also das Geburtstagskind vorne mit dabei. Auch in Q2, Fragezeichen. Erstmal leuchtet die 1 auf für Ralf Schumacher, erstmal ein gutes Zeichen. Ist zwar gleich wieder die 2 jetzt. Die 3. Die 3 jetzt, also es geht 4. Man kann zuschauen, wie es jetzt nach unten geht. 5, ja. Ekström, Tomczyk, Rockenfeller und Hand vorbei an Ralf Schumacher und Jamie Green. Der wird eventuell der Nächste sein, wenn er das Tempo hält, das er hier im ersten Sektor vorgelegt hat. Absolute Bestzeit. Ja. Jetzt ist es schon nicht mehr aktuell, diese absolute Bestzeit im ersten Sektor. Dafür ist sie im zweiten Sektor violett die Zeit. Das heißt, eine absolute Bestzeit hier. Auch gut gewischt, erwischt die letzte Ecke unten, Dutzenteich. Und direkt dann 48,98. Spengler nimmt hier nochmal Anlauf, hat den mittleren Teil etwas langsamer gemacht, dass er auch genügend Abstand zum Vordermann hat. Und in der Box Tomczyk, Christina Sura und sein Bruder und Manager schauen gespannt. Gary Paffett auf der 4. Auch hier gibt er sich keine Blöße. Letztes Jahr ausgeschieden, auf Position 2 liegend, in die Wand gerutscht mit technischem Defekt. Relativ harter Einschlag sogar. Und Matthias Ekström, der zeigt, dass es mit dem Auto geht. Teamkollege von Timo Scheider. Philippe Albuquerque und seine Sicht nach hinten. Albuquerque nochmal getestet. Zusammen mit dem Team hatte immer Probleme im Qualifying. Sein Teamchef sagt, sie glauben, sie haben das Problem jetzt gefunden, das er im Qualifying hatte. Herangehensweise war nicht ganz so gut. Hat das Auto ein bisschen überfahren zu Beginn und nachher haben die Reifen zu sehr abgebaut, wenn sie eigentlich dann richtig da sein sollten. Mal sehen, ob er das wirklich hier beweisen kann. Im Moment hat er es noch nicht geliefert. Die Zeit, die er braucht, Dirk Werner. Nach Platz 3 im ersten Qualifying in Hockenheim, auch er mit einem kleinen Leistungsloch, zuletzt aufsteigende Tendenz und hier auch ordentlich unterwegs, dahinter sofort Coulthard. Wir schauen auf die Zeiten, Werner nicht gut, Coulthard 49,1 auf Position 9, das ist okay, Spengler ist im Moment auf der 11, Joey Hand auf der 10 und Gary Paffett, der liegt auf der 5, einigermaßen komfortabel, 48,9. Eine Zeit unter 49 sollte doch zum Weiterkommen reichen.
Ja, ich sage da, glaube ich, dringend gefordert. Also eine 49.1 wird definitiv nicht reichen. Damit wäre man im Moment auf Position 7, auf der Moment Prio ist. 5 Minuten sind es noch und die Probleme von Ido Mortara, die setzen sich fort. Er liegt auf Position 16. Er ist an der Box, hat im Moment eine 50-0 gefahren. Also da geht offensichtlich gar nichts zusammen. Ja, kann gut sein, dass gleich Mortara nochmal mit dem alten Satz aus Sektion 1 unterwegs war. Das würde etwas die Zeit erklären. Aber Mortara tut sich hier schwer. Schon das ganze Wochenende hat er auch gestern zwei Einschläge gehabt. Keep your focus. We changed tire pressures. Also, keep your focus. Sie haben den Reifendruck geändert. Genau. Bleib konzentriert. Reifendruck wird geändert. Also, Ido Mortara muss jetzt zusammenreißen. Er darf das Auto nicht überfahren. Das sagt sich sehr einfach. Aber gerade hier am Norrisring. 1,5 Meter zu spät gebremst, den Scheitelpunkt verpasst und die entscheidenden 1,5 Zehntel sind weg. Hat uns auch erzählt, direkt vor dem Qualifying, hat ein bisschen Probleme auf der Bremse, hat kein Vertrauen in die Bremse. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Rennfahrer hier passieren kann, Manuel. Ja, das ist im Grunde tödlich hier. Wenn du hier kein Vertrauen in die Bremse hast, in dein Auto, wo du den Bremspunkt setzen kannst, dann hast du keine Chance auf eine schnelle Runde. Vorlaps. Und wenn es so bleibt, dann hat er morgen um schon 13.30 Uhr, also aufgemerkt, eine halbe Stunde früher geht's los hier am Norrisring, eine ganz schlechte Ausgangsposition für den 5. Lauf der Saison. Ido Mortara im Moment nur 16. Er hat noch 4 Runden jetzt. Vitoris kommt rein. Ja, Vitoris wäre auch enttäuschend, wenn er hier nicht weiterkäme auf Position 12 im Moment. Wäre die nächste Qualifying-Enttäuschung für Vitoris, den Teamkollegen vom Tabellenführer von Perfett. Nur ein gutes Qualifying in dieser Saison, da war er Zweiter. Mortara rutscht derweil schon wieder. Aber das ist dieses Problem, Vertrauen auf der Bremse zu bekommen. Ekström hält die Bestzeit, 48,8. Ist er Meilen davon entfernt. Fast eine Sekunde. Nächster Anlauf. Schauen wir noch mal drauf. 245 und dann geht's runter in den ersten Gang. Viel zu weit. Genau, viel zu weit und hat er schon der Zeit liegen lassen. Am ersten Sektor bei Mortara fehlen direkt mal 3 Zehntel. Ihm fehlen 4000stel Sekunden im Moment auf Bruno Spengler. Genau, und Spengler muss auch aufpassen. Er ist im Moment der Letzte, der eine Runde weiter wäre. Vor ihm direkt Ralf Schumacher und David Coulthard. Links können sie es verfolgen. Also die beiden ehemaligen Formel 1 Stars sind drin. Schumacher klettert langsam, aber stetig nach oben. Hat jetzt Prio überholt. Aber Prio ist gut unterwegs. Hat eine absolute Bestzeit im Mittelsektor gerade rausgefahren. Mal sehen, ob er die Zeit ins Ziel bringt. Rockenfeller jetzt auf der 6 mit einer Verbesserung. Andy Prio kommt jetzt über die Linie. Nein, im ersten und im letzten Sektor. Ja. Da war er nicht gut genug. BMW im Mittelsektor stark. Bisschen mehr Downforce, bisschen mehr Abtrieb. Die Philosophie von BMW deshalb in dem schnellen S. BMW ein bisschen schneller als die Konkurrenz, aber hinten und vorne hat es ein bisschen gehakt. Deshalb keine Verbesserung bei Prio. Fahrfuß sehr stark als Dritter und Mortara. Jetzt mal ansprechenden ersten und mittleren Sektor. Aber reicht das für Ido Mortara? Hier auf den letzten Metern seiner schnellen Runde. 48,8 ist die Bestzeit. Aber er kommt nicht ran an die 49,1. Er verbessert sich zwar, aber nur auf Position 13 werden wir Timo Scheider sehen, der hier grübelt. Was ist da schiefgelaufen gerade? Ralf Schumacher ist mit einer absoluten Bestzeit in Sektor 1. Also 56 Sekunden sind es noch. Da kommt er angeschossen. Ralf Schumacher, der Hinterräser. Jamie Green vor ihm unterwegs. Leichtes Stehenbleiben des Vorderrads, sollte aber nichts gekostet haben. Aber der mittlere Sektor war nicht optimal. Er hat noch eine Runde jetzt. Green biegt ab. Er ist als Zweiter sicher durch. Schumacher, Siebter, immer noch. Ido Mortara. Und auf der 8 Ido Mortara. Also,
jetzt doch wieder Licht am Ende des Tunnels für Edo Montara. Er ist noch nicht sicher durch, aber jetzt hat er wenigstens eine Chance. Rockenfeller und Spengler müssen zittern. Jetzt ist Spengler draußen. Vitoris jetzt. Und Vitoris ist auch sofort wieder rausgeflogen, weil Spengler sofort zurückgeschlagen hat und jetzt auf Position 7 ist. Zeit ist abgelaufen. Vitoris, Tom Beck, Coulthard auch draußen. Hand, Albuquerque und Werner. Albuquerque verbessert sich, aber bleibt trotzdem draußen als 13. Ja, wir get box. Will not improve, you get box. Also Montara wird reingerufen, muss jetzt hoffen, dass da nichts mehr kommt. Zum Beispiel von Christian Vitoris. Sieht aber gar nicht schlecht aus für den Gönnersdorfer. Letzter Sektor entscheidend für Christian Vitoris. Im Moment ist er ganz knapp draußen. Jetzt ist er über die Linie und er ist dabei. Rockenfeller fällt raus. David Coulthard. Da hinten kommt er, die Zeit läuft noch, schafft's nicht. Werner haben wir vorher noch gesehen im anderen gelben Auto. Ebenfalls keine Verbesserung für den BMW-Mann. Werner und Hand auf 16 und 15. Coulthard direkt davor auf der 14. Albuquerque, Tombe und Mike Rockenfeller sind die, die Feierabend machen müssen. 4000stel liegen zwischen Montara und Rockenfeller. Und im Moment nur zwei Audis unter den ersten 10, aber ein Audi auf Position 1 und 10. Also Edo Montara, er macht es heute wirklich spannend. 16 und 10, aber er ist dabei. Und das ist das Einzige, was zählt. Danach geht es wieder von Neuem los. Und Matthias Ekström, der bestätigt seine ganz tolle Form, die er an diesem Wochenende zeigt. Da kommt er gerade angerollt in seinem Audi vom Team Abt. Aber ich glaube, so viel kann man auch schon mal sagen. Im Moment ist derjenige, der die Zeit bringt bei Audi und bei Abt, Ekström und nicht das Auto. Also Ekström ist im Moment wirklich in einer hervorragenden Verfassung hier. Christian Dexner, bitte. Ja, 9-mal hintereinander hat Mercedes hier gewonnen. Vielleicht macht ja BMW den Stuttgartern einen Strich durch die Rechnung. 4 BMW sind noch dabei, 4 Mercedes und 2 Audi. Jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen. Jetzt kommt Bruno Spengler hier rein. Wir stehen direkt in seiner Einfahrt. 5-mal hat BMW in der Vergangenheit hier auf dem Nürburgring schon gewonnen. In den 80ern und in den 90er Jahren war das. In der alten DTM sozusagen. Das letzte Mal vor fast genau auf den Tag 20 Jahren. Vor 20 Jahren und 2 Tagen, um ganz genau zu sein. Andreas Ahn blickt zurück auf diesen letzten BMW-Sieg hier am Nürburgring. Jockel Winkelhock im Schnitzer BMW anno 1992 nach seinem Sieg am Nürburgring. Das werde ich mit Sicherheit nie vergessen, weil Nürburgring war eigentlich nie so wirklich meine Lieblingsstrecke. Und genau an dem Wochenende hat es so ausgesehen, dass es wieder in die Hose geht, sage ich mal. Denn der Schwabe musste nach verpatztem Zeittraining ins Qualifikationsrennen am Samstag und startete sonntags nur von Position 13. Norbert Haug, wir kennen ihn alle, hat damals prophezeit, hat gesagt, Winkelhock, wenn du diese Zeiten vom Qualifikationsrennen im Rennen morgen auch fahren kannst, dann hast du die Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen. Position um Position ging es für den BMW in den Traditionsfarben weiß-blau-rot nach vorne. Ich habe da gar nicht dran geglaubt, habe mir es in diesem Abend noch aus dem Vorstrauß einfach gut gehen lassen und habe noch mit meinem Teamchef damals, mit Herbert Schnitzer, eine ziemlich lange Nacht verbracht, also wirklich wenig geschlafen. Aber vielleicht war es gerade diese Lockerheit, ja, wo mich zum Erfolg getragen hat. 6 Runden vor Schluss konnte Winkelhock am führenden Roland Asch vorbeiziehen. Der Grund, die perfekte Mischung zwischen guten Bremsen und guter Aerodynamik am Schnitzer BMW. Weil wenn man einen Nürburgring gewinnt, ist für einen Tourenwagenfahrer schon wie für einen Formel-1-Fahrer in Monaco zu gewinnen. Und das, ja, das war einfach was ganz, ganz Besonderes. Das wird mir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben. Ja. Der Jubel damals gewaltig, weil es ein Sieg nach einjähriger Durststrecke war und zudem ein sehr emotionaler Moment für Jockel Winkelhock. Das war schon deshalb emotional, weil mein verstorbener Bruder Manfred auch im Nürburgring immer sehr großen Erfolg hatte. Und da kamen dann so viele, sag ich mal, schöne Erinnerungen zusammen und es war dann schon was Tolles. Von
Platz 14 startet morgen David Coulthard, der gerade eben zum Wiegen gegangen ist. Und Philipp Sommer, der hat ihn ja vorhin schon versprochen, es gibt ein kleines Schmankerl, was David Coulthard anbetrifft. Das zeigen wir jetzt gleich, denn die DTM ist ja immer viel mehr als nur Motorsport. Tom Meiler, der nimmt sie mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. In Nürnberg unverzichtbar, die Original-Rostbratwürste. Timo Scheider, Rahel Frey und Philipp Albuquerque bewiesen Geschick mit heißen Kohlen und der Zange mal was so richtig nach dem Geschmack der Piloten. Während die einen brutzeln, bevorzugt Miguel Molina die steife Brise an der Ostsee. Ein Segelturn bei der Kieler Woche als erfrischende Abwechslung. Wobei America's Cup-Sieger Jochen Schümann den DTM-Gast an Bord durchaus mit anpacken ließ. Martin trifft Martin. DTM-Champion Tomczyk stattet Deutschlands besten Golfer einen Besuch ab auf der European Tour in Köln. Mit Keimer auf die Runde durfte allerdings nur Bruno Spengler. Tomczyks Handicap war zu hoch. Üben, üben, üben. Vielleicht ja gemeinsam mit David Coulthard. Der Schotte gibt keinen Ball verloren. Catch the Drive, ein unglaublicher Weltrekordversuch. Den Abschlag von Jake Sheppard schnappte er sich mit seinem Cabrio aus der Luft. Am Norrisring muss er sich allerdings jetzt die Konkurrenten schnappen. Tja, so hat jeder seine Hobbys, Norbert Haug. Wie kommt man denn darauf, einen Golfball mit einem Auto zu fangen? Weiß ich auch nicht. Aber war eine gute Nummer. Ja, war eine gute Nummer. Jetzt sieht es so aus, 4 Mercedes sind noch drin, 4 BMW, 2 Audi. Der 10. Sieg hintereinander ist möglich für Mercedes am Norrisring. Was würde Ihnen das bedeuten? Sie sind ein Freund der Zahlen und Statistiken. Ja, da muss alles zusammenpassen. Wir haben sogar 11 Mal in 13 Rennen gewonnen. Aber ja, wir wollen versuchen, die Serie fortzusetzen. Man sieht, wie eng alles beieinander ist. Ein halbes Zehntel, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Autos wieder. Heute Morgen waren 8 Autos in weniger als einem Zehntel. Also da kann alles passieren, aber wir sollten ganz gut dabei sein. Auf wen setzen Sie denn eher? Auf Gary Paffett, der in dieser Saison sehr dominant ist, oder auf Jamie Green, der hier sozusagen seine Lieblingsstrecke fährt? Ja, es kommt auf die richtige Runde an. Auch der Ralf Schumacher ist gut dabei. Alle unsere Fahrer sind jetzt die 4, die weitergekommen sind in 1,5 Zehntel, also eine gute Teamleistung. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir es umsetzen. Gut, vielen Dank Norbert Haug. Dann freuen wir uns auf den dritten Teil des Qualifyings und geben wieder zurück zu Manuel Reuter und zu Philipp Sommer. Alle Informationen zur DTM auf sportschau.de und im ARD-Text ab Seite 200. Und im Internet, da können Sie natürlich auch Fragen stellen und mitdiskutieren. Heute und auch morgen im Rennen ab 13.30 Uhr, wie gesagt, live im Ersten ab 13.15 Uhr beginnen die Vorberichte. Und wir starten deshalb früher, weil wir morgen einen großen Sporttag haben. Interessant für alle Sportfans, Abschlusstag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki. Und davor der Leckerbissen vom Norrisring. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, es darf ja nur ein Satz Reifen verwendet werden. Wenn man weiterkommt, muss man diesen Satz dann auch in Q4 benutzen und eine Maximalrundenzahl von 8 Runden sollte man nicht überschreiten. Martin Tomczyk macht sich bereit und es ist natürlich ein Pokerspiel, denn es gibt nur einen Satz Reifen, wie gesagt, und das bedeutet, man muss sich jetzt genau überlegen, wann fahre ich raus und versuche diese eine Zeit zu fahren, diese eine schnelle Runde. Aber unsere Rennleitung hört also anscheinend genau hin, was wir hier oben sagen und direkt die Info bekommen, diese Regel gibt es hier nicht mehr. Danke. Und wir hören, was Jens Marquardt zu sagen hat. Ja, Jens Marquardt, Q3 steht an, die Entscheidung rückt näher. Worauf kommt es jetzt an für Ihre Piloten? Dass sie cool bleiben im Auto. Bei den Temperaturen ist das wirklich das A und O. Das ist so knapp. Da
muss wirklich alles passen, so eng wie das ist, und die müssen jetzt einfach einen coolen Kopf bewahren. Kann man noch pokern ein bisschen, den Matthias Ekström vielleicht noch ein bisschen aus der Reserve locken? Haben Sie noch ein bisschen was im Köcher? Ja, weiß nicht, aber seinen Plan einfach durchziehen und nicht nacheinander gucken. Ganz herzlichen Dank. Ja, so ein Selbstbewusstsein, das kommt, wenn man auch schon gewonnen hat in dieser Saison. Jens Marquardt hat das am Donnerstag getan, glaubt er zumindest, in einem Tretbootrennen gegen den Journalistenkollegen Lacroix. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, wer das Rennen gewonnen hat, hier auf dem Dutzenteich. 9 Minuten sind es noch und Matthias Ekström, der hat hier wirklich in jeder Sektion gezeigt, dass er einer der Männer ist, die es zu schlagen gilt. Auch für die 4 Mercedes-Piloten, die hier voll angreifen werden, die nur verbliebenen 2 Audi. Ja, Ekström, die Hoffnung für Audi und wirklich Ecki, er ist das Beste im Moment, muss man sagen. Er ist in Hochform. Aber auch Peffert hier, im Moment der dominierende Mann der ersten Saisonhälfte hier in der DTM. Die besten 4 werden gesucht für das Einzelzeitfahren um die Pole Position, das dann mit den gebrauchten Reifen aus diesem Teil des Qualifyings durchgeführt wird. Gary Paffett mit einer 17.9 im ersten Sektor. 15.5, zweiter Sektor, natürlich alles violett erstmal, weil er der Erste ist, der sich da raustraut. Das Beste, was wir bisher gesehen haben, im ersten Sektor ist eine 16.6 und in der Mitte eine 15.3. Uninteressant, HWA hat schon 3 seiner 4 Piloten rausgeschickt. Paffett, Vitoris und Ralf Schumacher sind draußen und da liegt was auf der Strecke. Und Paffett hat es erwischt. Genau. Schumacher, Reifen steht. Ja, Norrisring ist ja anders als andere Rennstrecken. Hier kann man 4, 5, 6 Runden fahren, um die Reifen bauen trotzdem nicht ab. Man muss schauen, in den Rhythmus zu kommen. Und auch natürlich hier wichtig, eine freie Runde zu erwischen. Die erste Zeit von Schumacher mit 49,2, das ist nicht so berauschend. Sie erinnern sich, wir waren vorher im 48er-Bereich. Time is minimum 49.0, in the moment 49.0. Also da haben wir es, 49.0 ist das Ziel der Crew von Matthias Ekström. Das ist, glaube ich, deutlich zu langsam. Wobei Streckentemperatur ist etwas runtergegangen und Lufttemperatur, ja, liegt nach wie vor bei 35 Grad. Die ersten 2 sind da mit 49.0, Gary Paffett mit 49.007. Und 600 langsamer Martin Tomczyk, den wir gerade gesehen haben. Also die sind schon mal in dieser Region. Und jetzt beobachten wir mal, ob sie noch mal schneller werden in ihrer 4. Runde dann. Also der 3. gezeiteten. Matthias Ekström legt gerade erst los. Ja. 48.8. Aha, also jetzt nach unten korrigiert. 49.0 hat er, jetzt reicht's aber nicht mehr, blöd. So zumindest die Angaben aus der Box und ich glaube, da liegen sie richtig. Matthias Ekström auf der 3 zwar noch, aber da kommt noch einiges, denke ich. Tomczyk, persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Kann sich aber nicht verbessern, 49.1. Paffett ist auf einer 48.9 jetzt. Schumacher, 49.02 auf Position 2. Doppelführung Mercedes. Ekström jetzt mit einer absoluten Bestzeit im ersten Sektor, in der persönlichen in der Mitte. Fahrfuß sehen wir. Der liegt da 2 Zehntel hinter Ekström schon im ersten Sektor. Vergleich 2. Sektor. Bei Fahrfuß und auch bei Spengler sind es die ersten Runden. Ekström, neue Bestzeit. 48.8, da hat er es geschafft, Mensch, der folgt seinem Ingenieur. Zuerst fährt er die 49.0, wie er soll, und lässt sofort die 48.8 wie bestellt folgen. Fahrfuß fehlen da wieder 2 Zehntel. Und aber am Ende. Du hast eine Topzeit für die erste gezeitete Runde. Das dürfen wir nicht vergessen. Die anderen sind in Runde 3, 4 erst gefahren. Absolut richtig. Auch Bruno Spengler. Ist noch im frühen Stadium, nämlich in seiner ersten gezeiteten Runde.
more. Yeah, I didn't get a great lap, sorry. It's okay, Gary. Spray your brakes, pit entry. Also perfekt kommt for rein moment, B2. Und muss hoffen. Also bei Ekström und Pfeffer, die beide jetzt reinkommen, ist man der Meinung, es wird reichen, beziehungsweise mehr geht nicht. Ja, sie haben ihre Chance gehabt. Mal sehen, ob es gereicht hat, was sie draus machen. Gary Pfeffer im Moment, wie gesagt, Zweiter. Jamie Green attackiert zumindest diese Zeit. Erste Fahrfuß Gang, jetzt auf der 2. Problem mit der Benzinpumpe, okay, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Ralf Schumacher. Schumacher im Moment noch drin auf Position 4. Gerhard Unger, Norbert Haug sehen wir da. Mercedes-Kommandostand bei HWA. Bruno Spengler. Von außen, oder? Ja, auf jeden Fall ausmachen. Und nochmal dann Zündung wieder an und Bremse kühlen. Also, ausmachen. Wie viel bin ich denn? Aktuell P4. 26.000. Vor Tomczyk ist Ralf Schumacher noch. Im Moment ist er drin, aber Bruno Spenglers Angriff, der kommt. Oh, und er ist wild. Aber im ersten Sektor hat er schon ein bisschen viel verloren. Mal schauen, Mitte. Ja, zu viel. Auch der zweite war nicht sauber. Kam da ganz nah an die Mauer der Schande, wie sie genannt wird. Wall of Shame. Wo ja eine neue Mauer vorgebaut wurde, nachdem die Beschädigungen im letzten Jahr doch deutlich oder ziemlich teuer wurden für den Veranstalter. Mittlerer fünfstelliger Bereich, Sanierung der Mauer nach diversen Spiegel- und Autokontakten. Green jetzt absolute Bestzeit, Sektor 1. Und da sieht man die Mauer, die davor gesetzt wurde, der linken Seite. Jamie Green derweil. Auch im zweiten Sektor. Noch vorne. 9000stel noch. Jetzt also scheint es nach draußen zu gehen für Ralf Schumacher, der im Moment in der Box steht mit einem offensichtlich beschädigten Auto. Zweiter Platz. Jamie Green, Schumacher draußen. Ekström, Green, Fahrfuß, Paffett. Was machen Spengler, okay, Prio und Mortara? Spengler, vierte gezeitete Runde, auch nicht schneller. 49,2, was macht Prio? Absolute Bestzeit im Mittelsektor. Und jetzt kommt es drauf an für den Manos Guernsey, den dreimaligen Weltmeister. Kommt er hier unter die besten vier? Das würde ihm so gut tun. Andy Prio, vor allem nach dem Problem von heute Morgen, es reicht nicht. Achter Platz für den Briten. Der Prio ist im Sektor 1 und 2, beziehungsweise 1 und 3 zu schwach. Mitte liegt ihm gut. Eine oder zwei Runden hat Prio noch. Für Edo Mortara ist, glaube ich, jetzt schon die letzte Chance angebrochen. Er ist schon in der sechsten gezeiteten Runde. Und er verbessert sich zwar persönlich, aber es bringt ihn nur auf Position 9. Spengler lässt er hinter sich, aber nur ganz kurz. Spengler auf der 7, aber es reicht nicht für die Top 4 für Bruno Spengler. Kann der da noch mal zulegen? Ich bezweifle es fast. Auch für ihn die sechste gezeitete Runde. Prio, im Moment ist er Neunter im BMW vom Team Mumpai und er bleibt auf eben dieser Position, kann sich nicht verbessern. Ralf Schumacher also wohl wirklich um die Kleinigkeit von 57.000stel hier ausgeschieden, denn es scheint, als ob die ersten vier hier feststehen. Ekström, Green, Fahrfuß und Paffett. Zweimal Mercedes und jeweils einmal Audi und BMW. Mortara, 48,9 muss er fahren, das schafft er natürlich niemals. Und auch Bruno Spengler bleibt deutlich über der Zeit von Gary Paffett, der sich wieder unter die besten vier schiebt und seine perfekte Form weiterführt. Spenglers Runde ist kaputt, also es wird keine Verbesserung mehr für Bruno Spengler. Und auch Mortara ist zu langsam in Sektor 1. Prio auch gerade noch mal mit 49,5 über die Linie gefahren. Da kommt keiner mehr ran, da lege ich mich fest. Jetzt ist eh die Zeit abgelaufen, also Prio könnte noch eine Runde fahren. Aber die Reifen jetzt doch schon ordentlich belastet und deshalb auch der erste Sektor schon zu schwach vom Briten Andy Prio. Und da sehen wir noch mal, wie sie belastet sind, die Reifen. Und nicht nur die. Ein Test für Mensch und Maschine hier am Norrisring.
Ekström, Green, Fafus und Paffett sind weiter. Andy Prio geht nochmal über die Linie und bleibt auf Position 9. Morgen im Ersten um 13.15 Uhr die DTM. Das fünfte Rennen der Saison auf dem legendären Norrisring. Um 14.55 Uhr geht es wieder Schlag auf Schlag. Der deutsche Ruderachter auf dem Weg nach London. Und um 15.05 Uhr die Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki. Der Sportnachmittag im Ersten. Weitere Infos im Internet auf sportschau.de und im ARD-Text ab Seite 200. Und das Rennen morgen um 13.30 Uhr schon, um 13.15 Uhr, wie gerade gesehen, sind wir auf Sendung. Ralf Schumacher ist da. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag erstmal. Sie haben eben um 57.000stel des Q4 verpasst. Enttäuscht? Ja, verpasst oder halt um einiges zu langsam. Gut, aber hier am Norrisring ist alles sehr eng. Und ich war nicht so 100% zufrieden im Schöller-S. Und von daher, ja, hat es nicht sollen sein. Aber ich glaube trotzdem, Fünfter ist keine schlechte Ausgangsbasis. Gab es technische Probleme? Nein, überhaupt nicht. Das Auto war das ganze Wochenende sehr gut. Nur jetzt, man ist auch sehr heiß und dann ist, schmiert ein bisschen mehr. Vielleicht mag ich das nicht so gerne. Sie standen ja hier schon mal auf der Pole. Sie waren, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch Fünfter. Also es läuft ja hier immer einigermaßen gut. Wie kommt das? Was ist an dieser Strecke anders als an anderen Strecken? Keine Ahnung. Vielleicht, weil es zu wenig Kurven sind, aber vielleicht passt was an. Ich meine, es ist eine ganz spezielle Strecke. Startkurse müssen einem liegen oder nicht, wenn sie etwas enger sind. Dazu kommt, dass es hier so richtige Bremskurven sind, die zwei am Ende der Geraden, wo man relativ wenig Ausgang haben muss, weil es eine sehr, sehr enge Kurve sind und das scheint mir etwas besser zu liegen. Jetzt kommen Sie morgen als Fünfter an diese erste Kurve. Das ist natürlich so ziemlich mittendrin. Wie werden Sie das taktisch angehen? Und letztes Jahr, glaube ich, war ich Zehnter, da war es noch schlechter. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich als Fünfter so aus dem Gröbsten rausbleibe. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass es sehr schwer sein wird. Und für morgen ist ja auch noch Gewitter angesagt. Also wird sicherlich ein sehr turbulentes Rennen. Also einschalten. Wie gehen Sie denn mit der Hitze eigentlich um hier? Es ist extrem heiß in den Autos, wir haben über 80 Grad drin. Beim Fahren geht es, aber in der Box ist es schon mörderisch, weil dann die Luft im Auto steht. Gut, dann ruhen Sie sich ein bisschen aus. Schöne Feier heute Abend und Heiko Neumann, glaube ich, der ist mit Martin Tomczyk im Gespräch. Martin, Platz 6 ist es geworden nach diesem Qualifying. Letztes Jahr war es schlechter und es kam ein Podiumsplatz heraus. Vielleicht klappt es ja dieses Mal wieder, oder? Naja, schön wäre es, wenn es immer so leicht gehen wird. Generell ja, muss ich sagen, als Qualifying. Ich glaube, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich glaube, wir haben das ganze Wochenende über gezeigt, dass wir ganz vorne mitfahren können. Heute früh im freien Training war noch alles in Ordnung. Zweiter Platz. Jetzt Sechster ist nicht ganz die Ausgangsposition, die wir uns vorgestellt haben. Auch, glaube ich, teamintern hätten wir uns mehr errechnet. Aber Augusto ist ja weit vorne, ist der einzige Speerspitze für uns im vorderen Pack. Aber trotz alledem, man sieht ja auch wieder am Norrisring, dass die Zeiten so extrem eng zusammenliegen. Hier muss alles auf den Punkt passen. Und das hat es offensichtlich jetzt im Qualifying zumindest bei uns nicht ganz aufs i-Tüpfelchen genügt. An welcher Schraube muss noch geschraubt werden? Wir haben ein bisschen, also soweit ich das jetzt beurteilen kann, müssen wir natürlich noch genau analysieren, ein bisschen mit dem Luftdruck Probleme bekommen. Da trägt natürlich auch die Hitze und der heiße Asphalt dazu bei. Das sind Erfahrungswerte, die müssen wir sammeln, die müssen wir umsetzen und ich hoffe, dass wir es morgen schon umsetzen. Vielen Dank und viel Glück morgen. Danke. Also Martin Tomczyk ist optimistisch, das kann er auch sein, wie vorhin schon erwähnt. Er hat hier im letzten Jahr einen Husarenritt von 10 auf 3 hingelegt. Also ein BMW ist übrig geblieben, Augusto Fafus. Sowohl Martin Tomczyk als auch Bruno Spengler mussten sich verabschieden. Und das war natürlich eben nicht Heiko Neumann, sondern Tom Meiler. Und er ist ganz schnell von Martin Tomczyk jetzt rübergeeilt zu Bruno Spengler. Ja, Bruno Spengler steht morgen neben Martin Tomczyk auf P7. Das wird ein weiter Weg aufs Podium, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Qualifying ist heute überhaupt nicht gut gelaufen. Wir haben ziemlich Probleme gehabt heute. Ich weiß nicht, an was das liegt. Aber ich habe sehr hart gepusht, alles gegeben. Aber ein bisschen blockiert das Rad immer, war mein Problem immer auf die Bremse. Und hier, die Bremsen sind sehr wichtig. Und das war mein Problem heute. Deshalb könnte ich nicht mehr vorne sein. Aber wir müssen für morgen hart arbeiten und versuchen erstmal, die ersten paar Kurven gut durchzukommen, ohne dass mir jemand trifft, wie die letzten zwei Rennen, wo ich mir ein bisschen mehr hinten gestartet bin. Und dann von da kann es sicherlich nach vorne gehen. Kriterium sicherlich, dort der neue Belag am Schöller S. Wie war der und wie spielt die Hitze da auch mit? Gut, der neue Belag war ganz okay, überhaupt kein Problem da. Tolle Arbeit geleistet in die Nacht.
von den Leuten hier. Das war wirklich gut. Also vielen Dank nochmal, dass wir da heute fahren könnten. Die haben eine tolle Arbeit gemacht und ich habe kein Problem gespürt jetzt im Qualifying. Sicherlich die Hitze, es ist sehr warm heute, aber es ist ja gleich für alle und ja, ist nicht so schlimm. Ein Sommerrennen ist auch schön. Wunderbar, Dankeschön. Paffett, Farfus, Green, Ekström, das sind die vier Namen, die jetzt noch einmal hinaus müssen. Bei 35 Grad Außentemperatur, bei 60 Grad ungefähr in den Autos. Noch einmal eine Runde richtig ordentlich ausschwitzen. Q4, die Entscheidung um die Pole Position am Norrisring jetzt mit Manuel Reuter und mit Philipp Sommer. Viel Spaß. Ja, und Bruno Spengler, der hat ja das Rezept schon mitbekommen, wie es morgen trotzdem klappen kann, auch von P7 nach der Enttäuschung. Wir erinnern an Jockel Winkelhock, er müsste seinem Teamchef Herbert Schnitzer, den damals auch Jockel Winkelhock, einfach mal sagen, heute Abend gehen wir mal richtig steil und bleiben mal ein bisschen länger weg. Vielleicht klappt es dann morgen im Rennen auch. Spaß beiseite, es ist eine schwierige Aufgabe, von so weit hinten hier zu attackieren, von Position 7 überholen, ist schwierig, aber alles andere als unmöglich. Manuel Reuter. Ja, und ich bin auch der Meinung, BMW ist jetzt hier eine etwas andere Philosophie gegangen als die anderen zwei Hersteller, Mercedes und Audi. Für mein Gefühl fährt hier BMW etwas mehr Flügel. Man sieht es auch, sie fahren immer Mittelsektor Bestzeit, verlieren etwas in Sektor 1 und 2. Und das könnte morgen der Vorteil über die Renndistanz sein, dass einfach die Reifen etwas weniger beansprucht werden. Der Nachteil ist halt, dass man auf den Geraden nicht ganz so schnell ist. Wobei man sagen muss, in der aktuellen DTM hat man hier immer sehr wenig Flügel fahren müssen, schnell auf den Geraden sein müssen und irgendwie durch diese Schöller-S durchzukommen. Wir werden morgen sehen, es ist hochinteressant, zwei unterschiedliche Philosophien. BMW und mit Schnitzer hat hier gute Erfahrungen gemacht, auch von hinten nach vorne zu fahren. Ob es morgen hier langt, müssen wir mal abwarten. Und vor allen Dingen, Farfus hatte die Chance noch auf die Pole. Wir hatten ja mit seinem Teamchef gesprochen. 15 das ist ja Seconds. Auch für das Team Mampai ein großer Erfolg, hier wieder mit Farfus unter den letzten vier zu sein. Und der Brasilianer hat uns vorher auch noch gesagt, es wird mega tight werden, also wahnsinnig eng werden, es muss alles passen. Und bisher hat er alles richtig gemacht. Hey Gary, push in the outlet, warm your brake. Am Lausitzring war Zweiter, ist er von Position 2 gestartet, Farfus am Ende Dritter geworden im Rennen. Guter Erfolg im zweiten DTM-Rennen für den Brasilianer. Aber wir schauen jetzt auf Gary Paffett. 2004 und 2005 hat er hier gewonnen. Seither war er nicht mehr auf dem Podium. Aber in der Form, in der er im Moment ist, ist er ein ganz heißer Kandidat. Ganz genau. Und er hat ja nochmal die Anweisung bekommen von seiner Boxencrew. Push in der Outlap, das heißt, er muss in der Outrunde schon richtig schnell fahren, die Reifen und auch die Temperatur in die Bremsen zu kriegen. Denn nach dieser Links geht es jetzt direkt runter. Und hier muss ich diese Confidence, das Zutrauen haben. Wie spät kann ich bremsen und habe ich alles, sprich die Reifen und die Bremsen auf Temperatur gebracht. Und die Runde beginnt für Gary Paffett. 2,3 Kilometer, 5 Kurven für den Briten. Die erste gleich hier, Grundigkehre. Optisch kein Fehler zu sehen. Erste Zwischenzeit kommt jetzt. 17,8 Sekunden. Ah. Gebrauchte Reifen muss man immer beachten, von dem her schwierig. Und die erste Runde. Sieht bisher sehr sauber aus. Keine Fehler zu sehen bei Paffett. Sehen Sie, wie wellig es da ist. 15,5 auch in der Mitte. Auch gut, auch hier raus. Also eine ganz saubere Runde von Paffett. Enge Linie hier. Und dann kommt er über die Linie mit einer 49,1. Sehr respektable Zeit von Gary Paffett. Okay, Gary. Da hat er save the tires, save the fuel. Der Konkurrenz einiges an Hausaufgaben gegeben. Ja, hier auch dutzendteilig runter, ganz enge Linie. Jetzt sind wir hier oben in der Grundikehre. Ja, ganz saubere Linie, ganz routiniert hier von Paffett. Im Moment die Runde nach Hause gefahren. War nur einmal in dieser Saison nicht unter den besten vier im Qualifying. Das spricht Bände über die Konstanz von ihm. Und jetzt Augusto Farfus.
Hat einige Tage in Brasilien zu Hause ausgespannt, dort den Geburtstag seiner Tochter gefeiert mit der Familie. Und jetzt, oh, Riesenverbremser von Farfus gleich in Kurve 1. Und das kann es schon gewesen sein für den Brasilianer. Was hat das gekostet für Augusto Farfus? 33.000stel, nur der Rückstand. Eigentlich gering für diesen kapitalen Verbremser an der ersten Kehre. Zweite Linie kommt näher. 33.385 ist die Zeit von Pfeffe. Der ist eine Zehntel drüber. Das wird ganz schwer, jetzt noch diese Zeit rauszuholen. Quasi unmöglich für Augusto Farfus. 49.255, noch ein minimaler Rückstand dazugekommen. Und im Lager von Gary Paffett wird schon applaudiert. Dritter ist er schon sicher. Mercedes steht in der ersten Reihe, das ist klar, denn es kommt noch Jamie Green und es kommt noch Matthias Ekström. Und typisch für die erste Kurve, das rechte Rad ist bei einer Welle stehen geblieben. Aber trotzdem noch eine gute Runde dafür für Farfus. Und jetzt kommt Jamie Green, der kann hier ganz befreit auffahren. Dreimal hat er gewonnen, aber nie von der Pole. Also, er steht auf jeden Fall gut unter den Top 4, aber er hat ja auch schon von Position 7 aus gewonnen. Wo steht er heute? Jamie Green gegen Gary Paffett im Kampf um die Pole Position. Schon lange fahren sie zusammen für HWA. Ganz enge Linie gewählt, hier grundig runter. Erste Zwischenzeit für Jamie Green. Schneller als Gary Paffett und zwar fast eine Zehntelsekunde. Was macht er aus diesem Vorsprung durch Schöller S? Kommt er gut durch, ganz eng gefahren, kein Meter verschenkt. Und jetzt Konzentration auf den Bremspunkt und die Linie. Da bleibt das Rad leicht stehen. Aber was hat das gekostet? 5000stel ist er noch vorne gewesen. Kann er diesen Vorsprung ins Ziel retten gegen Gary Paffett? Jamie Green, 49.1 und er ist zu langsam. Aber es bleibt eine Doppelführung für Norbert Hauks, Fahrer für Gary Paffett und Jamie Green. Jamie, good job. P2 at the moment, P2. Paffett startet aus der ersten Reihe. Slower than Gary. Ja, Paffett ist dieses Jahr schon verdammt stark mit seiner Routine, mit seiner Coolness. Und hier haben wir dieses kurze Stehenbleiben des Vorderrads von Green gesehen. Gerhard Unger, der hat gesagt, da war's. Da sind sie vielleicht gelegen. Die Hundertstel, die Tausendstel. Jetzt bin ich mal gespannt auf Ekström. Paffett gegen Ekström. Das Duell der Altmeister. Oh, Jamie, back to the pit. Back to the... Auto unruhig. Linie nicht zu sehen aus dieser Perspektive. Rückstand. Halbe Zehntelsekunde. Es schaut gut aus. Auch hier ganz weit rausgefahren. Und jetzt die letzten Meter. Zweite Zwischenzeit für Matthias Ekström. Vorsprung von Paffett ist größer geworden. Rückstand von 89.000stel. Das kann man vielleicht noch rausholen. Aber da muss wirklich alles passen für Matthias Ekström auf diesen letzten Metern hier am Norrisring. 49.1. Paffett, nein, erreicht nur für okay, Position P4. Paffett und Green machen die erste Reihe für Mercedes perfekt. Mit Doppelführung kennen sie sich aus. 9 Jahre in Folge haben sie hier gewonnen. Und zwar immer Doppelsieg. Und jetzt haben sie die erste Reihe wieder mal geholt. Und Gary Paffett, wie ist dieser Mann denn noch zu schlagen? Ja, er ruht dieses Jahr in sich selbst, ist richtig gut drauf und da, wo es zählt, ist er da und macht dieses Jahr keine Fehler. Ganz stark. Er hat letztes Jahr auch, muss man sagen, ein Seuchenjahr gehabt und er ist dieses Jahr umso stärker zurück. Die Glückwünsche an Gerhard Unger, den Chef von HWA. Aber auch nochmal Fleisch zurück zu Ekström, man muss sagen, mich hätte es sehr gewundert, wenn Ecki wirklich es geschafft hätte, den Audi in die erste Reihe zu stellen. Er hat alles gegeben und mehr war dieses
in diesem Qualifying hier für Audi nicht drin. Und Ekström hat den Audi hier wirklich ausgepresst bis zum letzten. Es ist die 10. Pole Position für Gary Paffett in seiner DTM-Karriere. Und so jubelt Norbert Haug über eine Startreihe eine erste Startreihe für Mercedes. Christian Dexner, bitte. Die DTM im Ersten. Das war rasante Unterhaltung mit Bosch, dem Motormanagement der DTM. Aral Ultimate, dem Kraftstoff der DTM. Und Hankook, dem Reifen der DTM. Ja, und Gary Paffett, der strahlt natürlich über seine 10. Pole seiner Karriere. Congratulations, Gary Paffett. Glückwunsch, Gary Paffett. Es war eine ganz gute Zeit, aber haben Sie gewusst, dass es reicht für Nummer 1? Das war so knapp die ganze Zeit. Ich habe es gerade so geschafft in das vierte Qualifying. Habe eine gute Runde gemacht, war nicht perfekt, aber man weiß es nie in diesem vierten Teil des Qualifyings. Es sind Hundertstel, die entscheiden, man weiß es nie so genau. Und dann bei jedem, der dann vorbeikam, ist es dann besser geworden für mich. Jamie ist Zweiter. Super, perfekter Tag. Sie können ein großes Geschenk an Norbert Haug machen. 9-mal in Folge hat Mercedes hier gewonnen. Er will den 10. Sieg, Norbert Haug. Ist das seine Motivation oder ein Druck? Ich will den 3. Sieg für mich. Das ist klar. So what is your strategy going to be like? Are you going to push forward or are you going to make it safe because you have Werden Sie jetzt pushen oder werden Sie jetzt auf Sicherheit gehen? Sie sind weit vorne in der Meisterschaft. Nein, man kann nie auf Sicherheit gehen. Man muss immer alles geben. Man muss alles geben und dann wird es eng und man wird sehen, was passiert. Heute ist heute und wir haben einen super Tag gehabt. Und hier ist Jamie Green. Jamie, herzlichen Glückwunsch. Es läuft am Norrisring immer wieder gut. Startplatz 2 diesmal. Wie ist das zu erklären, dass Sie auf dieser Strecke so gut zurechtkommen? Ja, gute Frage. Ich bin immer stolz, immer stark hier und heute war gut auch. Ich denke, ich war P2 in alle Qualifying Sections und ja, das war ganz konstant für mich und natürlich mit einem ersten Startreihen, Startplatz. Ich bin happy für morgen. Ist das denn, wenn man hierher kommt, schon so, dass man das alles im Hinterkopf hat, was man hier schon erreicht hat? Hilft das, die Erfolge der Vergangenheit? No, ich denke, dieses Auto ist sehr gut hier. Mercedes hat gewonnen neun Rennen hier und natürlich wir haben ein gutes Auto und ich bin schnell auch und ich denke, meine Chance ist gut für morgen. Gut, vielen Dank, Jamie Green. Und da ist der dritte im Wunder, Augusto Farfus. Congratulations. Maybe Glückwunsch, we can move over a little bit Augusto more. Farfus. Wir gehen mal ein Stück rüber. Hier ist der Parc Fermé zu Ende. So, what do you say about was sagen Sie zu diesem Qualifying-Resultat? Ich bin total glücklich, super zufrieden. Die Performance war klasse. Es ist zum ersten Mal, dass ich hier bin im Norrisring. Und hier war ich noch nie mit einem DTM-Auto in einem Stadtkurs. Ich kann gar nicht mehr erwarten. Es war ein schwieriges Wochenende, um das Auto richtig hinzubekommen und den Rhythmus zu finden. Also das Qualifying war perfekt. Mercedes war sehr gut, das haben sie heute Morgen schon gezeigt und diese dritte Position fühlt sich an wie eine Pole. Alle sagen, es ist so heiß hier. Wie ist es für Sie als Brasilianer? Sie sind es doch gewöhnt. Ja, es war wahnsinnig heiß. Man brauchte wirklich ein bisschen Luft im Cockpit, es war einfach so heiß. Und dann auch noch in diesem Stadtkurs, dann ist es noch so heiß, der Asphalt ist so heiß. Und auch als Brasilianer ist das wahnsinnig heiß für mich. Es wird morgen wahnsinnig interessant und schwierig. Es ist nur schwer, dass alle es heiß haben. Wollen wir mal hören, was Norbert Haug sagt zur Doppelpole von Mercedes hier in Nürnberg. Norbert Haug, selten habe ich Sie so enthusiastisch und ausgelassen jubeln sehen für eine Pole Position, für eine Doppel-Pole Position. Ja, das war so eng und man muss es dann hinbekommen. Und ja, wir sind ja nicht als Letzte gefahren, also die Strecke wird immer besser. Und dann ist es bei diesen Tausendstel-Unterschieden immer noch eine schwierigere Übung. Und es haben die Jungs gut gemacht. Und dass der Gary natürlich vorne steht als Meisterschaftsführender, ist toll. Ralf auf dem 5. Platz, das ist unsere 111. Pole in der DTM, das ist ziemlich verrückt. Und es ist das 111. Jahr Mercedes Motorsport in diesem Jahr und deshalb freuen wir uns besonders. Und zur ganzen 11 könnte jetzt wirklich die 10 ist greifbar jetzt.
Ja, die ist greifbar, aber da mache ich keine Ansagen. Heute ist heute und heute waren wir bisher die Besten. Und die Jungs haben das toll gemacht. Und hier bei diesem Prestigekampf eine erste Startreihe rauszufahren, ist großartig. Vielen Dank. Ja, und man merkt es Norbert Haug an, wie er darauf hinfiebert, hier diesen 10. Sieg in Serie zu feiern. Aber da gibt es natürlich zwei, die ihm einen Strich durch die Rechnung machen wollen, Audi und BMW. Und BMW hat natürlich mit Augusto Farfus die besseren Karten. Mal sehen, wie Jens Marquardt, der Sportchef von BMW, die Lage einschätzt. Ja, Jens Marquardt, Platz 3, Startplatz 3 für Augusto Farfus. Aber Martin Tomczyk und Bruno Spengler stehen vielleicht nicht ganz da, wo sie sie gerne gehabt hätten. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Ja gut, für den Augusto ein super Ergebnis. Erste Mal hier, wir als BMW nach dem Wiedereinstieg, das erste Mal hier wieder am Norrisring und dann auch wieder ein Auto im Qualifying in Q4 reingebracht und auf dem Podium mit dem Augusto auf dem dritten kann man sehr zufrieden sein. 4 BMWs in den Top 10, nochmal sehr zufrieden, dass es alles sehr eng war und dass es da wirklich Hundertstel sind, die eine Position ausmachen, war von vornherein klar. Aber ich denke, wir haben eine gute Ausgangsposition für morgen und wir sind auf jeden Fall mit dem Qualifying-Ergebnis wirklich zufrieden. Danke sehr. Danke. Gary Paffett, der hat einen großen Vorsprung in der Gesamtwertung und er hat natürlich hier morgen die ganz große Chance, diesen Vorsprung zu verbessern. Er hat gesagt, bis zur Halbzeit rede ich nicht über die Meisterschaft, sondern nur von Rennen zu Rennen. Er stand bis jetzt jedes Mal auf dem Podium, startet morgen von der Pole und dann wird er sicherlich morgen nach dem Rennen auch über die Meisterschaft sprechen. Wir schauen mal gemeinsam auf die Startaufstellung und wir sehen Gary Paffett und Jamie Green gemeinsam ganz vorne. Das ist das Traumergebnis für Mercedes heute. Dahinter Augusto Farfus, den haben wir gerade gehört, den schwitzenden Brasilianer Matthias Ekström, erster Audi-Pilot auf P4. Dann Ralf Schumacher ganz knapp an Q4 vorbeigerutscht, heute das Geburtstagskind neben Martin Tomczyk. Dahinter Bruno Spengler, der hier im Vorjahr Qualifying und Rennen gewann, neben Christian Vitoris, Andy Priol und Eduardo Mortara, der vor 4 Wochen gewinnen konnte, auf 9 und 10. Mike Rockenfeller und Orion Tombe, eine Audi-Reihe auf 11 und 12. Philippe Albuquerque, David Coulthard auf der 14, der Mann, der Golfbälle mit einem Auto fangen kann. Joey Hand, Dirk Werner, 2 BMW auf 15 und 16. Robert Wickens, Roberto Meri dahinter und dann kommt Susi Wolf, Miguel Molina auf Position 20, sicherlich einer der Enttäuschten heute und der ganz große Enttäuschte, der steht in der letzten Startreihe, Timo Scheider, nur von Position 21 geht er ins Rennen, eine Position vor Rahel Frey. Ja, das war die DTM für heute. Ich möchte Sie darauf hinweisen, um 18 Uhr in anderthalb Stunden die nächste Sportsendung, die Sportschau mit René Kindermann. Da gibt es dann von der Europameisterschaft einen Rückblick. Es gibt einen Ausblick aufs Finale. Natürlich berichten wir von der DTM hier vom Norrisring aus Wimbledon Tennis. Die Tour de France hat begonnen. Das also alles um 18 Uhr hier im Ersten. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Um 13.15 Uhr schon, also früher als gewohnt, 13.30 Uhr dann das Rennen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind, hier vom Norrisring. Die große Steintribüne leert sich so langsam. Die Leute kamen in Schwitzen, wir kamen in Schwitzen. Ich glaube, wir springen jetzt vielleicht alle gemeinsam hier gleich nebenan in den Dutzenteich, um uns mal ein wenig zu erfrischen. Schönen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, bis morgen. Tschüss aus Nürnberg.